Ja, unser Bilachtal, das Dirndltal, ist ein Ausflugs- und Urlaubsparadies im Herzen von Niederösterreich. Und ein Highlight und Top-Ausflugsziel davon ist die Mariazellerbahn. Sie ist auch gleichzeitig das Bindeglied zwischen der Landeshauptstadt St. Pölten, dem Dirndltal, dem Naturpark Ötscher und dem weltbekannten Wallfahrtsort Mariazell. Die Mariazellerbahn verbindet die Moderne mit der Nostalgie. Nämlich modern sind die neuen Himmelstreppen, die hier im Einsatz sind. Und es gibt dann noch das Premium-Produkt, den Panoramawagen, wo es Themenfahrten gibt, wo es Genussfahrten gibt, wo es ein Kombi-Ticket gibt. Und es gibt natürlich auch die Nostalgie auf der Mariazellerbahn mit dem Ötscherbär. Einmal ist die Dampflok MA6 vorgespannt und einmal ist die Elektrolok 1099 vorgespannt. Ja, wir haben großartige Aktivitäten mit der Mariazellerbahn im Einklang mit diesen berühmten Schmalspurbahnen. Es gibt das Schmalspurfestival alle 2 Jahre. 2020 wieder im Juni und da hoffen wir schon auf 4000 Besucher. Wir haben eine tolle Verbindung mit dem Heizhaus in Obergrafendorf, wo die Nostalgie zum Vorschein kommt. Eine tolle Verbindung mit dem Modellbaumuseum in Kirchberg, wo auf 140 Quadratmeter Fläche die Bergstrecke der Mariazellerbahn aufgebaut ist. Und es gibt natürlich großartige Besichtigungen im Betriebszentrum in Laubenbach-Mühle. Die Mariazellerbahn zeigt uns die herrliche Kulturlandschaft und Natur des Bilachtales. Und wir haben schon bereits 2014, 2015 das gesamte Programm der Mariazellerbahn mit dem Bilachtal verbunden, mit einer Wanderoffensive. Die Wanderwege und die Wege zu den Berghütten im Tal beginnen oder enden bei den Bahnhöfen an der Mariazellerbahn. Wir haben auch den Bilachtal-Radweg mit der Mariazellerbahn verbunden. Er beginnt in Lurich-Dobosnik, bis Obergrafendorf sind das 25 Kilometer und weiter bis Melk noch weitere 31. Und es ist alles immer wieder verknüpft, auch der Radtourismus, wo man ja in den Himmelstreppenwaggons die Räder mitnehmen kann. Der Bilachtaler Pilgerweg führt von der Marie-Lourdes-Kirche in St. Pölten durchs Bilachtal nach Mariazell. Und ein Bindeglied für den Transport oder für die Heimfahrt ist natürlich die Mariazellerbahn. Ein großartiger Wanderweg im Bilachtal ist der 105 Kilometer lange Bilachtaler Rundwanderweg. Und zu den einzelnen Etappenzielen oder zu den Quartieren fährt man natürlich mit der Mariazellerbahn. Ja, das Bilachtal hat einen großartigen Ausflugs- und Nächtigungstourismus. Der Ausflugstourismus ist auf einem konstant hohen Niveau, dank unserer Erlebniseinrichtungen im Tal, dank unserer vielen Genussmöglichkeiten bei den Mostheringen, bei den Gastbetrieben bis zum 4-Sterne-Hotel. Und das kommt wirklich bei den Gästen aus nah und fern sehr gut an. Und beim Nächtigungstourismus hatten wir in den letzten Jahren großartige Steigerungen. Wir haben 2018 53.000 Nächtigungen, das ist ein neuer Rekord für das Bilachtal. Und da sind wir natürlich froh, dass wir tolle Angebote haben beim Urlaub am Bauernhof, bei den Privatpensionen, bei den Gastbetrieben bis zu den 4-Sterne-Hotels Steinschalerhof, Steinschalerdörfel und Alpenhotel Gösing. Die größte Veranstaltung im Bilachtal ist der jährlich stattfindende Dirndlkirchtag, jedes Jahr in einer anderen Gemeinde. Und dann sieht man auch dabei, wie sich bei dieser Großveranstaltung die Mariazellerbahn bewährt. Wir hatten im Vorjahr in Obergrafendorf 18.000 Besucher und 6.000 Besucher davon sind mit der Mariazellerbahn zum Dirndlkirchtag angereist oder abgereist. Und wir hoffen natürlich, dass sich das in den kommenden Jahren noch steigern wird. Das spricht also auch für die Nachhaltigkeit, für die Umweltfreundlichkeit in unserem Tal, wofür wir ja nicht nur wegen unserer Natur, sondern auch wegen unserer Kulturlandschaft sehr bekannt sind.